Wir sind hier falsch. Wir sollten zurückgehen, den Weg prüfen. Hier entlang. Verdammt, Alessia. Die Pfeile kamen von hier. Kannst du es öffnen? Ohne uns zu töten? Hoffentlich. Schalt sie aus. Es wird definitiv wärmer. Wieso brennen die noch? Das Öl kommt aus dem Boden. Die Kammer scheint es zu kanalisieren. Ein Schild. Was? Na und? Da ist Metall im Boden. Nicht einfach irgendein Metall. Flüssiges Quecksilber. Shit, das ist giftig. Tödlich. Folge einfach meinen Schritten. Hab ich gesagt. Tut mir leid, ich... Nicht jetzt. Hol den Sprengstoff raus. Für die Brücke? Genau zielen. Dann fällt es richtig. Die Kalima! Sie sind echt... Mach weiter. Ich kümmere mich um die Biester. Valas Schlaf. Dafür sollt ihr sterben. Fight. Und damit sage ich willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen Folge IDK Gaming for You. Ich bin der Dennis und wir spielen Mortal Kombat 1. Voll von dir.
keine Zeit zum Sterben, gute Frau. Alles okay? Ja, bereit? Ein Punkt für die Physik. Dann los. Das ist Millionen wert. Es gehört in ein Museum. Du bist tot. Apropos, das da war mein bester Freund. Und ich vergebe nicht ohne weiteres. Fight! Das ist für dich, Adam. Also, wo ist der Schild? Bin doch nicht besiegt. Doch, bist du. Es wird Zeit zu gehen. Cut! Das war's. Ich wusste es. Puh, das war echt gut. Das siehst du doch auch so, oder? Tempel von Katara Vala, Take 39, Klappe, alles im Kasten. Steven, das war fantastisch, danke. Genau wie früher. Und die Requisiten, einfach genial. Warst du auch, Johnny? Hey, wegen dem Pitch. Also das Karate-Zombie-Ding. 4 Filme vielleicht? Eine Streaming-Serie? Johnny, ich weiß. Hast recht. Nicht hier. Ich komme nachher zu dir ins Büro. Geht nicht. Ich muss noch die Cutter treffen. Marsha ruft dich an. Toll! Klar, die Assistentin ruft mich an. Das war toll, Schatz. Ja, nicht wahr? Wir sollten feiern. Ich denke an eine Privatparty. Johnny, wir müssen reden. Du bist nicht mehr der Kampfkunst-Superstar von früher, Schatz. Du hast Glück, dass Steven dir was schuldig war. Es ist alles okay, Chris. Wirklich. Das Universum hier ist die Realität. Verstehst du? Wir sind pleite. Das geht so nicht weiter. Ach ja? Und jetzt? Also, zuerst sollten wir das Haus verkaufen. Ich brauche Nachschub.
Oh, Johnny, das geht so nicht mehr. Das waren 10.000 für die Skulptur, 30.000 für die Drohne und das dumme Schwert. 3 Millionen Dollar. Hey, Cento hat Geschichte. Das Schwert kommt aus... Doch, darum geht's nicht, Johnny. Chris, Schatz, die Arbeit, das Geld, das kommt schon. Stevens Film ist erst der Anfang. Ich muss einfach weitermachen. Wenn ich an den Erfolg glaube, kommt er auch. Sonst ist Johnny Cage am Ende. Mein Mann ist nicht Johnny Cage, sondern John Carlton. Und ich will ihn einfach nur zurückhaben. Chris! Hey, Chris, wo gehst du denn hin? Fuck! Toll gemacht, super Promi. Gott sei Dank. Chris, Schatz, ich... Wo ist meine Frau? Was hast du... Sie ist weg. Ihr geht's gut? So wie dir auch, wenn du kooperierst. Was willst du? Cento. Bist du ein Profikiller? Oder kennst du Centos Geschichte? Ich kenne es. Es gehört meiner Familie. Nein, du bist nicht vom Tyra Clan. Die sind schon lange tot. Nicht tot. Versteckt. Mit Cento in der Hand führe ich sie aus den Schatten. Ein echt toller Plan, Fremder. Da ist nur ein Problem. Cento gehört mir. Und ich gebe es nicht kampflos auf. Fight! Ins falsche Haus ein. Ich bin das ultimative Sicherheitssystem. Mein Heim, meine Regeln. Also, hast du einen Namen? Kenshi Takahashi. Ich wusste, du bist kein Tyra. Du weißt gar nichts, Cage. Vor 400 Jahren zählte der Tyra-Clan zu Japans ersten Familien. Sie starben bei der Belagerung von Aomori und verloren Cento. Es gab Überlebende. Sie versteckten sich und tauschten den Namen Tyra gegen Takahashi. Sie erhielten Schutz bei den Bakuto. Die Vorläufer der Yakuza. Von der ersten Familie zur Verbrecherbande. Ich befreie uns von der Korruption der Yakuza. Für unseren Namen und unsere Ehre. Doch mein Clan folgt mir nur, wenn ich mich bewiesen habe. Deshalb brauche ich Cento. Aha. Malibus Freund und Helfer. Echt tolle Geschichte. Schwachsinn, aber toll.
Du solltest echt Drehbuchautor werden. Was um alles in der... Guten Abend, Johnny Cage. Ich bin Liu Kang, Beschützer des Erdenreiches. Dürfen wir? Hier wird heute nichts gedreht. Habt ihr vielleicht die falsche Adresse? Nein. Es geht um eine wichtige Angelegenheit. Wir müssen mit dir und deinem Gast sprechen. Was? Woher wisst ihr von ihm? Weil ich der Gott des Feuers bin. Chris, du Genie, wirklich gut gemacht. Klar, kommt doch rein. Glühende Augen, nicht schlecht. Kenshi Takahashi, eine tragische Figur mit edlem Ziel. Dein heutiges Verhalten ist deiner nicht würdig. Wer sind diese Leute? Sagst du es mir, es sind deine Spielpartner. Ich weiß von deinen Problemen, Johnny Cage. Ich will euch beiden einen neuen Weg eröffnen. Dun, dun, da. Hey Leute, ist schon gut. Süß von Chris, das zu arrangieren. Echt netter Scherz, aber viel zu offensichtlich. Das ist kein Scherz. Bihang, Kuai Liang, würdet ihr bitte? Schon gut, schon gut. Ich mach ja mit bei diesem Live-Action-Rollenspiel, damit mein Schatz bekommt, wofür sie bezahlt hat. Hey, du, nimm deine Hände weg. Ich sagte, Hände weg. War das notwendig, Bruder? Um ihn zurechtzuweisen. Das war ein Hijuli, ein Unikat. Jetzt ist der Scherz nicht mehr lustig. Das ging zu weit. Fight! Besseren Kampfchoreografen. Ihr seid hoffentlich versichert. Den Hitschuli bezahlt ihr. Unwürdiger. Du hast ja keine Ahnung, wer vor dir steht. Genug. Oh. Das ist kein Spezialeffekt. Nein, Johnny Cage. Kuai Liang. Okay, alles auf Anfang. Wer bist du nochmal? Lord Liu Kang. Beschützer des Erdenreichs. Gott des Feuers. Okay, das Feuer ist echt. Aber was ist ein Erdenreich? Du wirst alles verstehen, Johnny Cage. Für jetzt ist nur wichtig, dass ihr beide als seine Champions auserwählt wurdet. Warum er? Und warum ich? Weil ich daran glaube, dass ihr würdig sein werdet. Und weil euer Dienst den Lauf eurer Leben verändern wird. Wie
Ja, und damit sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like, Kommentar, kostenloses Abo oder PSN und Discord-Name da und dann können wir es gemeinsam zocken. Also du gegen mich. Let's go. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.